Hallo, liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Am 4. Januar 2021 hat Brookfield Asset Management bekannt gegeben, eine seiner Tochtergesellschaften von der Börse nehmen zu wollen. Brookfield Asset Management ist ja einer der größten Vermögensverwalter weltweit und wir reden hier nicht über Finanzvermögen, sondern wir reden über harte Assets, also sowas wie Infrastruktur, wie Energieversorgung oder eben auch Immobilien. Die Immobilientochter Brookfield Property Partners hat in den vergangenen Jahren ja nicht die Erwartungen erfüllt. Der Aktienkurs ist im Jahre 2020 um über 20% gefallen. Dabei ist das Unternehmen, ja, ich will mal sagen, nicht unbedingt pumpergesund, aber es hat zumindest eine Menge Perlen in seinem Portfolio. Dazu gehören als Immobilien Canary Wharf in London, ein ganz großer Bürokomplex eben im Londoner Finanzdistrikt. Dazu gehören 1A Immobilien am Potsdamer Platz in Berlin, auch hier Büroimmobilien. Dazu gehören das Brookfield Place in New York, Manhattan West als Entwicklungsprojekt in New York, das Atlantis Hotel in Dubai. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Insgesamt reden wir über 134 exklusive Büroimmobilien in bester Citylage weltweit, über 122 Luxus-Einkaufscenter und Malls, das alles im Wert von über 88 Milliarden Dollar. Daran wird auch schon deutlich, wenn man so kurz die Immobilienrevue passieren lässt, dass gerade eben Einkaufscenter und Büros im vergangenen Jahr eine harte Zeit durchlebt haben. Die Aktie von BPY, so das Kürzel von Brookfield Property Partners, ist, wie gesagt, um über 20% gefallen im vergangenen Jahr. Und ich denke, das ist einer der Gründe, warum Brookfield Asset Management gesagt hat, jetzt kriegen wir die Firma zu einem Schnäppchenpreis und können sie wieder einsammeln. Man gibt 5,9 Milliarden Dollar aus und lässt dem Eigentümer der BPY Anteile, es sind ja keine Aktien, sondern Anteile an einer Limited Partnership, den lässt man drei Möglichkeiten offen. Möglichkeit 1, man kann die Aktien für 16,50 Dollar, so lautet das Übernahmeangebot, an Brookfield Asset Management abgeben. Hier sind sicherlich noch Nachbesserungen möglich. Der Aktienkurs jedenfalls ist zeitweise bis auf 17 Dollar gestiegen. Das heißt, hier wird vielleicht noch ja, ein 50 Cent oder ein Dollar obendrauf gelegt auf dieses Übernahmeangebot. Zweite Variante, man kann seine BPY-Anteilsscheine in Aktien von Brookfield Asset Management umtauschen. Und zwar gibt es für jeden Brookfield Properties Aktien, Anteilsschein 0,4 Aktien von BAM. Dritte Möglichkeit, man kann pro BPY-Anteil 0,66 Vorzugsaktien mit einem Liquidationswert von 25 Dollar und einem Dividendenkupon von 6,375% erwerben. Diese Vorzugsaktien beziehen sich ebenfalls auf Brookfield Property Partners. Nun, wie hat Brookfield darauf, also die Property Partners Gesellschaft darauf reagiert? Klar, viel Spielraum bleibt da nicht. Man hat pro forma ein Komitee eingesetzt, das den Vorschlag prüft. Eine Aktionärsversammlung ist aufgrund der Unternehmensstruktur offensichtlich nicht notwendig. Wann der ganze Deal über die Bühne geht, ist offen. Bislang scheint lediglich festzustehen, dass am 2. Februar Brookfield Property Partners nochmal Quartalsergebnisse verkünden wird. Das ist nicht das erste Mal, dass eines meiner Investments aus dem Depot verschwindet. Immer wieder werden natürlich auch institutionelle Anleger auf die günstigen und guten Unternehmen aufmerksam, in denen ich auch selbst investiert bin. Das letzte, was delistet wurde, das war der Flugzeugverlieser Aircastle. Den hat ein japanisches Konsortium geschluckt. Vorher hatte ich schon mal zwei REITs, die im Bereich Biomedizin, Biochemie, Laboratorien und Immobilien entwickelt haben. Und dann gab es auch noch die Geschichte des ehemaligen Monatszahlers Student Transportation, der einfach auch von der Börse genommen wurde. Nun, die schlechte Nachricht bei solchen Übernahmen ist, man muss wieder entsprechenden Ersatz finden. Und das ist gerade bei Brookfield Property Partners jetzt nicht so einfach, denn ich habe teilweise Anteile zu einem Preis von 9,05 Dollar erworben und damit eine Dividendenrendite auf mein Investment von über 12% gehabt.
Die gute Nachricht ist allerdings, der Deal befreit mich von einem Kopfschmerz. BPY war ein Kandidat für einen möglichen Dividenden-Cut. Die Firma arbeitet mit sehr viel Fremdkapital und sie ist natürlich in den Sektoren Einzelhandel, Büros und Hotels vertreten, ja, die in den vergangenen Jahren, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, nicht die beste Zeit hatten. Meine ersten Stücke habe ich im Dezember 2019 gekauft, im Mai 2020 dann nochmal 100 und die ganzen 160 Stück habe ich jetzt verkauft. Was dabei rausgekommen ist, nun bei gut 12, 12,5 Monaten Haltedauer im Maximum betrug der reine Kursgewinn 33,8%, inklusive Dividenden waren es sogar 42,7%. Und da ich auch permanent noch Optionen geschrieben habe, komme ich sogar auf über 51,7% Gewinn auf mein 2000 $ Investment. Also es sind über 1000 $, die hier hängen geblieben sind. Das Ganze eben mit einer Haltedauer von Dezember 2019 bis Januar 2021. So schön der Gewinn auch ist, aber jetzt heißt es, eine Alternative zu finden, die ähnlich gute Renditen erwarten lässt. Meine Empfehlung, was soll man machen mit diesen drei Varianten, die zur Verfügung stehen? Das sollte sich bitte jeder selbst überlegen. Dass ich meine Aktien verkauft habe, ist jetzt nicht unbedingt ja, die Handelsempfehlung par excellence oder das, was für jeden zutrifft. Manch einer ist vielleicht auch eher an den Kurszuwächsen einer Brookfield Asset Management interessiert, statt an den Dividenden. Auch die Vorzugsaktien sind mit 6,375% Dividende natürlich interessant, allerdings hat man hier kaum eine Chance auf Dividendensteigerung. Also es gibt zu jedem dieser drei Alternativen Pro und Contra. Wie ich es immer sage, jeder sollte selbst nachdenken, selbst auf sein Geld aufpassen und ich wünsche uns dabei viel Erfolg. Tschüss, euer Nils Gajowi.